Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Im Tycoon. Wir haben ein bisschen ausgebaut hier hinten beim letzten Mal. Also wir haben jetzt halt hier drei Schlafzimmer, was wunderschön ist, weil da läuft nämlich dann auch ein bisschen Geld noch mit rein. Wir warten jetzt gerade noch auf den Abschluss des Tages. Allzu lange dauert es ja nicht mehr. Und wir haben tatsächlich 1160 Gold. Sogar schon 1200. Wunderbar. So mag ich das, wenn das Geld reinflutscht. Weil ich möchte nämlich mit euch jetzt dann mal ein bisschen ausbauen. Und zwar möchte ich dieses Zimmer hier weg haben. Ich möchte hier hinten dann ein paar Gästezimmer hermachen. Und mal gucken. Also ich würde sagen, dass wir erst einmal Taverna noch einmal ausbauen hier. Place 15 Rooms als... als Erfolg, Small Inn. Wunderschön. So, wir haben auch gleich Feierabend. Trinkgeld. Immer her. Aber so wie es ausschaut, wird trotzdem der Tag dann noch regulär beendet. Weil ich habe jetzt zum Beispiel überall das Trinkgeld weg. Ich bin jetzt mal gespannt, weil es sitzen ja noch ein paar Leute da. Okay. Alle Gehälter minus 30, Trinkgeldchance, Trinkgeldbetrag. Na, ich bin jetzt so hart, bin ich nicht. Ne? Machen wir lieber mal hier Trinkgeldchance und Trinkgeldbetrag. Einfach ein bisschen höher, das nutzen wir mal aus. So, aber die Leute jetzt halt hier... Ne, ich hätte jetzt gedacht, da liegen dann nochmal Trinkgelder oder sowas, aber das passt schon. So, dann würde ich sagen, wir machen einmal hier ein... Bedroom, ein böses Zimmer und verlegen das Bett nach da. Dann können wir nämlich diesen Raum hier löschen. Achso, das geht nicht. Da, das Zimmer, ja, bitte. Dann machen wir hier nochmal ein Taverna hin und dann können wir nämlich hier auch nochmal ein Zimmer hermachen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Schlafzimmer, das ist doch ganz gut. Wir könnten dann das Badezimmer hier vielleicht dazwischen machen, dass wir jetzt halt, Moment, wir machen jetzt halt mal erst noch Schlafzimmer. Wir machen natürlich Bett rein, weil irgendwie muss das ja auch, ne, genutzt werden können. Dann machen wir, was haben wir denn noch an Geld? 725, dann machen wir hier nochmal ein Schlafzimmer. Mit einem Bett natürlich. Und dann machen wir, wenn wir es können, ein Badezimmer. 150, 200, 350, können wir machen. Können wir machen. Dann kommt jetzt hier ein Badezimmer rein. Mit natürlich einer Wanne. Zack. Decorator in Action. Place 25 Objekte. Alles klar. Wunderbar. Ich denke mal, jetzt schauen wir mal auf unsere Mitarbeiter. Und zwar auf alle. Rowena ist mit 32. Ja, das passt schon. Trinkgeldchance. Achso, das sind die Ausbauten, die wir haben, ne? Aber wo... Oh, Taverne Level 7, schön. Wo sieht man jetzt, ob die ein Level-Up haben? Das ist noch die... Weil er hat jetzt zum Beispiel hier insgesamt 6 Levelpunkte, ne? Aber das sehe ich hier nicht. Das heißt, ich muss die jedes Mal hier durchklicken. Okay. Also ich gehe auf jeden Fall als erstes wieder aufs Geld. Jedes Geld, was wir uns sparen können, ist gut. Und die Trinkgeldchance erheben wir. Okay, dann kann man die Gießgeschwindigkeit auch noch machen. Bei 6 Punkten, dann passt es schon. So, wie schaut es bei dir aus? Du hast 0 Punkte. 0, 0, 0 und 0. Alles klar. So, brauchen wir hier einen Bademeister? Ja, hier, Badezimmer-Dingsbums, ne? Brauchen wir hier. Der Elden. Der Elden. Sie sind dabei, den Arbeitsbereich dieses Personals auf die Taverne zu ändern. Sind Sie sicher? Ja. Wie ist es dann eigentlich bei unserer Rowena? Ja, genau, Gasthaus, das passt. Das passt. Trinkgelder wieder reinholen. Wunderschön. Hier auf der Theke sind auch noch Trinkgelder.
Oh, da gibt es auch ein Trinkgeld. 3. So, wo ist jetzt mein Badehoshi? Da ist er. Jawohl, jawohl, schön. Unser Bademeister, ach herrlich. Schön. Okay, wir können auch die Wanne ausbauen. Das ist natürlich nicht schlecht, aber ich würde sagen, dass ich da erst einmal so ein bisschen auf die Betten ziele. Dass wir erst einmal die Betten dann so eins nach dem anderen machen. Die Tische selber können wir nicht machen, ne? Nee. Das ist aber noch okay. Solange das jetzt alles noch rund läuft, würde ich sagen, passt es auch ganz gut. So, 763. So langsam plätschert immer mehr Wasser rein, ne? Jawohl, du schaust denen beim Baden zu, alles klar. Kannst ihnen den Rücken schrubben und die Fußnägel schneiden. Ja, da kommt gut Geld rein, doch. Das ist hervorragend. Genau, die Fässer wollte ich auch noch ausbauen. Also ich würde gerne, ne, das mal um das anzuzeigen. Warte mal, wie schaut es denn hier aus? Spielzimmer, Keller und Dekorationen. Man kann natürlich, aber ich weiß nicht, was die Dekorationen bringen, ob die irgendwas bringen. Vielleicht schon beim Ruf. Aber ich würde sagen, Taverne würde ich nämlich gerne hier noch weiter ausbauen. Zum einen, wir haben jetzt 929 und zwar die Taverne hier hinter. Danke. Sanfter Regen. Wir wechseln jetzt halt auf sanften Regen. Bettpreise plus 50%, Kosten für Schlafzimmer. 33, minus 33%, das ist natürlich cool. So, hier machen wir nichts, würde ich sagen. Au, oh, Dampfbadpreis. Aber wir haben kein Dampfbad, aber Badezimmerpreis hätten wir, ne? 350, wir haben 325. Was können wir denn für 25 Punkte, was müssen wir denn da einsetzen? 55, komm, das machen wir. Dann machen wir das da und wir setzen das hier ein und dann haben wir ein bisschen mehr Geld für das Badezimmer, das ist doch cool. So. Taverne würde ich dann nämlich hier gern weitermachen. Ein kleines bisschen Geld haben wir ja noch. Hoffentlich geht es da auch noch. Jawohl. Dann können wir nämlich hier hinten nochmal Schlafzimmer. Und die sind sogar günstiger. Die könnten wir dann da hinten hinbauen. Schlafzimmer. Das Bett ist auch etwas günstiger. Tada. Und dann kommen hier nämlich nochmal zwei Schlafzimmer her. Und die Schlafzimmer, die bringen doch, glaube ich, eine ganz gute Knete. Und wenn es dann doch zu viel wird, dann können wir ja ausbauen, ne? Wir machen dann hier den Hotelbereich und hier bauen wir dann das Inn noch ein kleines bisschen aus. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich hier Tische herstelle. Ich glaube nicht, ne? Du hast nicht genug Punkte. Wo bekomme ich die Punkte her? Ja, so mag ich das hier. Das sind wahrscheinlich die Punkte, die ich generell bekomme. Und die werden sich wahrscheinlich auf alle Mitarbeiter aufteilen. Und ich verteile die immer bloß auf eine Person. Ne? Das haben wir dann beim nächsten Level ab, haben wir das dann. Und vielleicht sollten wir tatsächlich dann schon mal jemand ein zweites einstellen für die Zimmer, ne? Wo ist denn unser Badezimmermann? Ich weiß nicht, wo der sonst rumhüpft, wenn er nicht beim Bad ist. Badewanne füllend. Und wo ist unsere Haushälterin? Da rennt sie rum. Reinigungsrate, Bewegungsgeschwindigkeit.
Ich glaube, bei ihr wäre es gut, eine Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Was kostet denn die Theke-Upgrade? 2000 kostet die als nächstes. Vielleicht aber erst die Weinfässer. Aber 320 ist auch nicht gerade wenig, ne? Suppenpreis ist natürlich auch nicht schlecht. Naja gut, wir brauchen halt noch ein bisschen Geld. Also sie würde ich gerne als nächstes dann ausbauen. Auch nicht einmal unbedingt wegen Geld, sondern eher wegen der Geschwindigkeit. Oder wir stellen tatsächlich noch mal eine ein. Dass wir hier noch mal eine Haushälterin mit einstellen. Anstellen 456. Bekommt 60 am Tag. Lennox. So, dann können wir nämlich auch das Ganze vielleicht auf einen Radius machen. Dass man sagen, okay, Rowena macht eben dann diese Zimmer. Und die Lennox macht, naja, toll, ne? Die macht dann nur diese Zimmer hier. Pocket Money, earn a total of 10.000 Gold. Okay. Das Taschengeld, 10.000 Münzen, ja, das hätte ich gern. Pocket Money, 10.000. Aber Dampfbad wollen wir ja auch noch machen, ne? Daphne, Kellnerin, wartet darauf, dass der Lebensmittelproduzent... Was? Ach so. Hier, unseren Koch, ne? Upgrade, wir könnten das upgraden für 640. Dann würden wir mehr an der Suppe verdienen und es würde ein bisschen schneller gehen hier. Das ist doch, glaube ich, nicht schlecht. Gut, der goldene Topf, den haben wir dann. Kann ich vielleicht sie, Moment, wenn ich dich auf einen Radius von 8 mache, dann könntest du auch dieses Bett noch mitmachen. Und das auch noch. Das wäre doch super, wenn ich sie hier einteile. Dann hat sie tatsächlich die zwei Betten und die zwei Betten. Und wenn wir hier noch ein Schlafzimmer hinmachen, dann das auch noch. Und die Daphne, oder wie sie geheißen hat, die setze ich dann auch gleich noch um. Ja, wir haben ja noch das da, ne? Ende den zwei Tagen, sanfter Regen, alles klar. Überspringen wir einfach mal. So, sammeln wir mal schnell das Trinkgeld ein. Jede Münze ist eine gute Münze. Bei den Betten noch irgendwo Trinkgelder? Nö. Wo ist er denn, unsere andere? Moment, gehen wir halt mal da drauf. Haushälterin. Daphne. Achso, die steht außerhalb, ne? Ja, dann lasse ich sie so hier. So, was haben wir denn an Geld? 396. So, im Grunde könnten wir das ausnutzen, dass wir sagen, wir stellen hier nochmal ein Zimmerchen hin mit einem Bettelchen. Weil das fällt ja alles dann noch mit in ihren Bereich hier. Und aktuell sind alle Kunden zufrieden. Ah, er lungert da draußen rum. Unser Bademeister. So, dass er dann gleich dasteht, umso schneller geht's dann nämlich auch. Hier vorne können wir eh keine Räume mehr ansetzen. Und dann könnten wir, wenn wir das nächste Geld angespart haben, uns mal eher um die Taverne noch kümmern. Dass hier noch ein paar Tische und Kellner und so weiter herkommen. Das da halt würde ich gerne noch vorher ausbauen. Können wir auch noch machen. Wir haben das Geld noch. 224. Ja, dann machen wir da auch noch eins. Dann haben wir das komplett... Das ist doch cool. Wir haben 9 Schlafzimmer jetzt. Warte mal, wenn ich dich ein bisschen größer mache. Achso, du bist schon größer, ne? Nee,
Weil ansonsten hätte ich jetzt dann. Aber dann könnten wir doch da, wenn das Dampfbad irgendwie. Oder wir könnten noch ein zweites Badezimmer hinmachen. Das wäre doch nicht verkehrt, oder? 350. Oh, da kommen die Trinkgelder rein. Können wir machen. Können wir machen. Dann setzen wir da jetzt halt noch ein Badezimmer mit hin. Und dann muss ich natürlich ihn anders einteilen. So. Und wenn ich ihn dahin setze, dahin. Wunderbar. Läuft. Das macht Spaß, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht richtig Spaß. Ich hatte ja schon mal so ein In-Tycoon, sowas ähnliches. Tavernmaster, glaube ich, hat es geheißen. Was ich schon mal gemacht habe, da konnte man dann auch Zimmer einrichten und so. Fand ich auch sehr gut, aber das hat irgendwie nochmal zusätzlich. Das gefällt mir nochmal ein Stück weit besser sogar. So, Koch, Schlafzimmer. Man braucht halt ein Level ab, ne? Der Spielzimmer ist noch nicht freigeschalten. Wir könnten höchstens gucken, ob wir Bilder oder sowas noch hier hängen. Was haben wir denn noch? Verschiedene Köpfe. Her mit der Knete. Jawohl, hier damit. Da auch nochmal. Jawohl. Wunderbar. Und im Bad gibt es auch immer wieder Trinkgeld. Aber du? Was ist mit dir? Wir machen das jetzt mal aufs ganze Ding. Weil irgendwie hat sie das Bett nicht mit drin gehabt und sie auch. Dann ist es, glaube ich, ein wenig besser. So, das mache ich weg, dann brauchst du damit hin. Wenn ich einen Flecken sehe, dann mache ich ihn weg. Ja, die müssen wir auf jeden Fall in der Bewegungsgeschwindigkeit machen, dass da mehr Leute dann auch reinkommen. Ansonsten bringt das nicht viel, ne? So. Ereignis. Alle Preise plus 50%. Nee, das machen wir nicht. Nee. Trinkgeld, Trinkgeld, Trinkgeld. Da wären dann jetzt eher so die Ausbauten. So, jetzt warte mal, was hast denn du? Wenn ich dich erweitere auf 6 Meter, dass wir dann quasi hier die Tische haben, dann könnten wir da nochmal einen Tavernentisch mit hinstellen. Oder warte mal, vielleicht doch nur 4? Müsste dann trotzdem funktionieren, dass wir dann hier noch mal einen Tisch hinstellen. Genau. Dann sollte das auch passen mit dir. Jo. 6 Tische. Ich weiß nicht, ob 6 Tische jetzt zu viel sind, ne? Dann haben wir ja noch unsere andere Kellnerin. Sie ist da hinten. Wo ist unsere dritte? Da. Nein, sie will ich. Moment, Daphne, vielleicht doch lieber so die drei Tische noch. Und sie hat. Na, das haut nicht hin, ne? Naja, kriegen wir schon noch. Trinkgelder, her damit. Aber es läuft doch ganz okay. Noch hat sich noch keiner mehr beschwert, ne? Vielleicht bringt es auch was, wenn wir hier mal Dekorationen mit anbringen, dass wir sagen, wir machen hier.
hier an die Wände vielleicht immer mal für einen Hunderter so ein Bild mit hin. Vielleicht bringt das hier was. Das kostet 150, dass man hier über... So. Und dann eben schauen, dass wir jeweils zumindest einen Nachttisch noch hin mit hinbringen. Ich glaube, das ist egal, oder? Wie das steht. Das kostet ja 100, ne? Und ein Spiegel hier drüber. Oder ein Spiegel daher. Oder dorthin. Kann ich das mit Shift, wenn ich das anklicke? Ah, mit Shift, wenn ich anklicke, dann kann ich gleich mehrere platzieren. Das ist doch nicht schlecht. Könnte man in jedes Zimmer jetzt halt mal hier einen Spiegel machen? Also zumindest hier in den Zimmern. Vielleicht bringt das ja auch was an Trinkgeld oder so. Ich weiß es nicht. Die mache ich dann. So, jetzt haben wir da zwei Bärenköpfe. Dann haben wir noch, jetzt haben wir die 300, dann machen wir hier jetzt halt noch die zwei Elchsköpfe. Oder? War das Elche? Nee, Hirsch. Hirschgeweih. Ich lasse mal ein wenig schneller laufen. Das vergesse ich immer, dass ich da umswitche. So, jetzt müssen wir erst mal wieder Geld reinbringen. Was haben wir an Kosten eigentlich? 259 am Tag. Okay. Der Tag ist auch dann gleich zu Ende. Schauen wir mal, was wir machen. Da ein Kellner wartet darauf. Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Suppe, ne? Okay. So, wir haben jetzt fallende Blätter. Trinkgeldbetrag plus 65. Warte mal. Kundenaktionsgeschwindigkeit. Okay. Lebensmittelpreis und Getränkepreis. Also Trinkgeld, Lebensmittel und Getränke sind nach oben. Genial. Trinkgeldchance. Dampfbad, Badezimmer. Nee, dann würde ich sagen, machen wir lieber die Trinkgeldchance und den Trinkgeldbetrag höher. Das ist doch gut. Trinkgeld bringt auf jeden Fall einiges noch zusätzlich. So, und da brauchen wir 2000, haben wir gesagt, ne, für den Upgrade. Haben wir eigentlich so... Warte mal, ich wollte bei denen hier die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen, ne, aber wir haben noch keine Punkte. Das ist halt levelabhängig, ne, das ist das Problem. Wahrscheinlich kriegen wir dann 7 Punkte. Levelpunkte 0, Erfahrung, okay. Also ich denke mal, oder 8 Punkte, keine Ahnung. Ich glaube, mit jedem Level bekommt man dann 7 Punkte kriegen wir dann. Weil man, okay, wahrscheinlich ist dann immer, wenn man das Level aufsteigt, dann eben das Level vorher, die 7 Punkte. Und wenn wir 8 auf 9 aufsteigen, dann bekommen wir 8 Punkte. Vermute ich jetzt halt mal. Das ist doch nicht schlecht. Dann machen wir mal... Ja, genau, 7 Punkte haben wir nämlich. Machen wir hier irgendwas? Nee, ich würde sagen, nein. Hier werden Torten gebacken, erfordert einen Koch für den Betrieb. Wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt, ne? Wenn wir sowas haben. Immer schwierig, sich zu entscheiden, was man macht. Aber die zwei Haushälterinnen, die hätte ich gerne zumindest von der Stufe her erhöht. Einen Punkt auf Gehaltskürzung und einen Punkt auf die Bewegungsgeschwindigkeit bei beiden. Bei Rowena und bei Lennox. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, denke ich. So. Badezimmer. Ich weiß nicht, ob bei ihm irgendwas, wenn dann höchstens Gehaltskürzung. 20%.
Barkeeper. Gongella. Geschwindigkeit. Ne, den haben wir eigentlich schon sehr weit ausgebaut, ne? Der Koch wäre vielleicht nicht schlecht. Dass wir den vielleicht mal bei der Gießgeschwindigkeit. Oh, achso, das ist Ronan noch. Moment. Kiran. Gongella. Kiran. Kochgeschwindigkeit. Dass wir das einmal ein wenig erhöhen. Boah, schwierig. Schwierig, vielleicht hebe ich es auch erst einmal auf. Erst einmal aufheben die Punkte, wenn ich es dann später weiß, dann machen wir das. So, immer her mit den Trinkgeldern. Das sind fast 10 Münzen, ne, gewesen jetzt. Hier 9,19. Nicht schlecht. Ich würde den Bierpreis erhöhen. Dass wir wirklich, wenn wir die 2000 haben, dass wir den Bierpreis erhöhen. Das glaube ich, wäre nicht verkehrt. Kennen, warte noch, Lebensmittelproduzent verfügbar ist. 5,49. Was haben wir hier? 4. Bei den Betten kommt ja auch immer was. Und beim Badezimmer auch. Wunderbar. Master of Gratultis war irgendwie in Erfolgrad gestanden. 540, ich habe bloß nicht genau gesehen, was. Also ich würde die Bar als nächstes upgraden. Nicht dich, die Bar. Mit 2000, weil dann kriegen wir nämlich nochmal 6 Münzen mehr für den Wein, 6 Münzen mehr fürs Bier und das Einschenken geht ein wenig schneller. Deswegen würde ich das als nächstes machen wollen. Können wir das Ding hier vielleicht verkaufen? Kein Bonusbedarf. Ich würde das jetzt mal abreißen. Ja. 1017. Okay. Alle Gehälter minus 30. Tut mir leid, Leute. Diesmal bin ich so fies. Wir machen das einmal. Es ist ja auch dann für 2 Tage. Bis zum Ende des Tages haben wir immer noch mehr Trinkgeld. Das heißt, wir können jetzt halt nochmal richtig gut Geld verdienen hier. So, da haben wir nochmal. Was ist hier? Erfordert ein Badezimmer aufs Heer. Warum kommt der nicht? Gongella. Gasthaus. So. Was könnten wir denn bei ihm machen? Also die Badewannenfüllgeschwindigkeit oder sowas brauchen wir nicht, aber... Dann lieber nochmal auf unsere Haushälterinnen, ne? Vielleicht auf die dann nochmal schauen. Reinigungsrate. Na gut, das Reinigen, wenn ich jetzt halt einen Flecken sehe, das mache ich ja selber. Ansonsten wäre mir das jetzt halt egal. Ach so, da hat sich einer angemeldet zum Baden. Reinigung. Deswegen ist er da nicht reingegangen, okay. ...1650 haben wir schon mal. Ja. Dann werde ich mal schauen, dass ich noch ein bisschen Geld anspare. Und dann werden wir... Ja, mal schauen. Also zum einen sparen und dann bauen wir die Theke noch aus. Und wenn wir genügend Geld haben, würde ich dann die Fässer tatsächlich vielleicht nochmal... upgraden. Die kosten nur 320 und der Metpreis ist ja dann auch nochmal nach oben. Ist ein wirklich gemütliches Spiel. Man muss halt ein bisschen beobachten, vielleicht schnell laufen lassen. Ist ja eigentlich auch kein Thema, ne? Oh, was ist mit dir? Achso, isst Essen. Und was ist mit dir?
ist noch ungeduldig, ob er rechtzeitig bekommt. Schauen wir mal. Jawohl. Okay, also die bekommen schon gerade noch rechtzeitig. Aber die haben natürlich ein bisschen Rennerei auch, ne? Unsere Kellner. Das müssen wir ein bisschen anders aufteilen. Ich denke, dass 4 Tische pro Kellner ganz okay sind. Da könnten wir hier hinten nochmal 2 Tische hinstellen. Wir schieben die Tische dann beim nächsten Mal hinter. Dann machen wir eine Kellnerin für die 4 Tische. Dann machen wir eine Kellnerin für die 4 Tische. Und hier bauen wir dann auch noch aus. Und dann machen wir da auch nochmal so einen vierer Block. Acht Mitarbeiter haben wir schon, ne? Elden, der fühlt sich super gestresst anscheinend. Vielleicht sollten wir den Koch mal ein bisschen noch kochen lassen, ein bisschen schneller. Wenn die immer wieder warten auf die Essenszubereitung, dann weiß ich nicht. Na gut, 1008 haben wir gesamt dazu verdient. Wir haben 2540. Dann bauen wir jetzt noch zum Schluss das aus. So, Gehalt des Baden 100%. Minus 100%. Okay. Aber ich habe keinen Baden. Also insofern lasse ich das mal. Ich würde sowieso sagen, dass ich da noch warte mit dem Baden. Auch wenn wir den wahrscheinlich jetzt... Nee, können wir gar nicht, ne? Nee. Bade können wir noch nicht. Irgendwo können wir es wahrscheinlich schon. Ich sehe es bloß wieder nicht. Spielzimmer, Keller. Nee, ist ja auch egal. Mache ich jetzt halt eh noch nicht. Ich kümmere mich jetzt erst einmal darum, dass wir hier noch ein bisschen ausbauen. Ich denke nämlich, das ist wichtig, dass wir zum Beispiel auch die Betten und so weiter upgraden. Das wäre nämlich auch nicht schlecht. Aber wir machen jetzt halt einmal die Theke hier. Upgrade. So. 4000 ist dann schon das nächste, aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall mehr Knete fürs Bier und für den Wein. Das ist doch schon mal ganz gut. Alles klar, dann soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.